So, Hallöchen, Servus. Wer von euch kennt den Herrn Dobler, den Christian Dobler? Ich glaube, den kennt niemand von uns. Der ist nämlich schon seit einigen Jahren tot. Ich habe aber einen Tipp bekommen vom Olli. Der Olli ist angehender Lokführer bei der SETG, Salzburger Eisenbahntransportgesellschaft. Und der Olli hat mir den Tipp gegeben, dass heute die 193.831, die für den Herrn Dobler foliert ist, hier in Aschaffenburg mit einem Holzzug durchkommt. Und der Olli wird den zusammen mit einem Kollegen von der SETG weiterfahren in Richtung Freilassing. Ja, und ich habe das Ganze zum Anlass genommen, da ich mir nämlich das Mikrofon, das in den USA kaputt gegangen ist, also vor ziemlich genau 2 Jahren, erneut gekauft habe und es mittlerweile wieder brauchbares Wetter hat, mich mal ans Gleis zu stellen, um den Olli seinen Zug mit dem Herrn Dobler vorne dran abzulichten. So, der Laufweg von diesem Zug, 42885 heißt er, fährt Käferholz und der geht von Gräfenbrück, das ist irgendwo in der Nähe von Werdohl, das ist, meine ich, im Bergischen, und der geht nach Österreich, nach Sachsenburg. Ja, und die Lokführer, die hier in Aschaffenburg aufsteigen, die fahren den bis kurz vor die österreichische Grenze, bis nach Salzburg, und mein Plan ist es jetzt, hier an dieser Stelle die Einfahrt von dem Zug abzuwarten. Der Olli hat mir vorhin geschrieben, er wäre Vorplan, vor der Zeit, was für mich recht praktisch wäre. Dann habe ich nämlich Zeit, um von dieser, naja, halbwegs brauchbaren Stelle dann ein Stück Richtung Hauptbahnhof zu verlegen. Eigentlich genauer gesagt so auf die andere Seite von den Bahnsteigen, die ihr gerade seht. Und dort dann die Ausfahrt abzupassen. So ist zumindest der Plan. Ihr wisst, wie das ist. Ob so ein Plan gut ist oder schlecht ist, zeigt sich erst dann, wenn er mit der Realität konfrontiert wird. Und das warten wir jetzt einfach mal zusammen ab. Da links drinnen steht irgendeine Vectron, die vielversprechend ausschaut. Das Design ist mir gänzlich unbekannt. Und da schleicht sich gerade ein ICET durch den Aschaffenburger Hauptbahnhof durch. Zugnummer weiß ich gerade nicht. Bin mir auch nicht mal sicher, ob der aus Österreich kommt oder ob das einer von denen ist, die in Passau wenden. Ich glaube eher, das ist einer von denen, die in Passau wenden. Denn durch diesen Corona-Fahrplan fahren ja nicht alle Fernverkehrszüge auf den vollständigen Laufwegen, und dieser ICET müsste einer davon sein. Irgendwas schleicht sich da von hinten an diesen Zug an. Irgendwas Rotes. Das könnte eine Randalierlok gewesen sein. Ich kann es aber nicht genau sagen, weil es vom Bahnsteigdach recht verdeckt ist. Da kommt's. Links von der Vectrone. Eine Mittelführerstandsdiesel-Lokomotive von DB Cargo.
Und die hält sich an die Corona-Abstandsregeln. Die ist nämlich völlig allein ohne Anhang unterwegs. Die Arme, die tut mir leid. Wisst ihr, was Formsignale in genau so einer Situation für Vorteile hätten? Derjenige, der darauf wartet, dass sich was tut, würde sofort auch von hinten erkennen, ob da eine Fahrstraße eingestellt worden ist und die Zustimmung zur Fahrt erteilt worden ist oder nicht. So starten wir wie gebannt in die Richtung und kann nicht richtig erkennen, ob sich was tut oder nicht. Ich glaube, der Doppler der Songs war Schaas. Ich sehe aber, dass eine Fahrstraße in Richtung Hanau eingestellt ist. Denn wenn ich den Blick nach links wende, da sehe ich ein HP1. Ob das allerdings für die Vectron mit ihren Sattelaufliegern hinten dran ist oder für irgendwas anderes, das kann ich von hier aus noch nicht einschätzen. Ach Gott, mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Ach du je. Da war ich im Dezember 2020 extra mal am Hauptbahnhof hier in Aschaffenburg gestanden, nur um auf diesen Zug, der ja nur am Freitag verkehrt, zu warten. Jetzt muss ich gerade mal kurz das Internet konsultieren, weil jetzt weiß ich es nichts mehr, wie der heißt. Das ist die einzige IC2-Leistung hier in Aschaffenburg. Ah ja, und ein Foto möchte ich auch noch machen von dem, wenn der schon mal da durchfährt. Das war der IC 2022 von Nürnberg nach Frankfurt. Die einzige Doppelstockleistung in der City 2, die hier in Aschaffenburg planmäßig durchkommt. An die hatte ich ja gar nicht gedacht, ja. In der City 2. Das ist so eine Geschichte. Ich könnte euch Sachen erzählen. So, das ist noch kein Christian Doppler. Die Richtung passt zwar halbwegs, wobei der aus Darmstadt kommt. Der Christian Doppler soll aus Hanau kommen. In Richtung Hanau steht schon die nächste Ausfahrt. Das habe ich aber geguckt. Das ist das Mal für die HLB in Richtung Rüsselsheim-Oppelberg. Also weder aus der einen Richtung noch aus der anderen Richtung erst einmal Güterzug. Naja, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, warten wir es ab. So, die HLB von hinten kommt jetzt halt gleich. Ja, schade, auch wenn es die gleiche Garnitur ist, wie gerade eingefahren ist. Das hat cool ausgeschaut, wie die aneinander vorbeigefahren sind im Gleisvorfeld. Jeder über eine andere Weichenstraße. Jeder kreuz und quer durchs Vorfeld, das hat schon, war schon ein guter Anblick, kann man mal nicht meckern.
So, von Hanau her kommt jetzt gleich die nächste Fahrt. Das ist definitiv auch der Christian Doppler. Das ist nämlich der Twindex RE in Richtung Würzburg. Danach, denke ich einmal, wird der Christian Doppler Anhalt kommen, denn der ICE 627 folgt dem RE normalerweise mit 8 Minuten Abstand. Und dann fahren sie am Abzweig Nandenbach kurz hintereinander durch. Aber es sieht ja mittlerweile fast so aus, als ob der Güterzug mit der Vectron dort vorne, als ob der auch auf einen neuen Lokführer warten tät, wenn er nicht da ist. Naja. So, die HLB hat eine Fahrstraße bis hierher vor meine Nase gestellt bekommen. Ob Rangierstraße oder Zugstraße, kann ich gerade noch gar nicht beantworten. Bei der Geschwindigkeit nach aber eher eine Zugstraße, denn Rangieren würde ja VMAX 25 bedeuten. Das sieht gerade von der Optik her aus wie mehr als 25 km/h. Wenn ja, dann wäre das die Regionalbahn in Richtung Darmstadt und dann weiter in Richtung Mainz-Bischofsheim, Wiesbaden. Und so steht es auch dran, RB 75 nach Wiesbaden. Ja, und für den ICE 627 ist dann vorne am Bahnsteig auch schon die Durchfahrt gestellt worden. Ich sehe nämlich den Vorsignalwiederholer in Stellung VR1. Für die Freunde des ICE 3 gibt es jetzt den ICE 3 in voller Lebensgröße. So, der ICE 627 Essen nach München und in dem müsste jetzt, wie gesagt, der Olli drin sitzen, der mir den Tipp gegeben hat von Christian Doppler. Und der Olli wird den Christian Doppler, wie gesagt, mit seinem Kollegen weiterfahren bis nach Freilassing. So, da kommt die 261 wieder zurück. So, hier
den Wagen nach und der Zeit, die die 261 gebraucht hat, müsste das der Übergabezug aus Stockstadt am Main sein. Der ist ja jetzt bloß rüber nach Mainerschaft gefahren, über Main drüber nach Stockstadt. Und die Vectron, diese blaue, die dort vorne die ganze Zeit steht, ich habe es jetzt mal an den rechten Bildrand geschoben, das schaut aus, als ob der neue Lokführer von der Lok auch mit dem 627 gekommen wäre, denn die Warnweste habe ich beim 627 aussteigen sehen. Das heißt, der könnte sich ja vielleicht doch irgendwann noch bewegen, bevor der Christian da ankommt. Der Herr Dobler. Und der Herr Dobler ist schuld, dass ich das Losfahren von diesem, oh, das ist ein LTE Vectron, den kenne ich noch gar nicht, dass ich das jetzt halt verpasst habe fast. Jetzt richtig abgelesen habe von meinem Kameradisplay, war das die 193, 694 oder sowas in der Richtung, und beschriftet ist die mit Moveo Ergo Zoom. Ich habe beim großen Latino in der Schule immer geschwänzt. Ich müsste Google fragen, was das heißt. Irgendeiner weiß es doch garantiert von euch. Wahrscheinlich heißt es, ich bewege mich, also bin ich. Denn ich glaube, ich denke, also bin ich, heißt Cogito Ergo Sum oder sowas. Das habe ich aber aus Asterix. So, jetzt gibt es gleich nochmal ICE3 von hinten auf die Augen. 193 694 stand auf dieser LTE Moveo Ergo Sum als Loknummer drauf. Das habe ich jetzt nochmal geschaut. Und dann gleich noch eine Gedankennotiz an den Alex, wenn der das nächste Mal sein Auto einparkt. Dann soll er doch bitte dran denken, dass er das Auto gleich in Fluchtrichtung hinstellt. Dass er, wenn er einen schnellen Standortwechsel machen möchte, so wie er es jetzt vorhat, nicht noch die Zeit zum Ausparken braucht. Denn meinen Plan möchte ich euch noch kurz verraten. Wenn der Christian Dobler jetzt kommt, das müsste jetzt jeden Moment sein, dann will ich den jetzt auf jeden Fall einfahren, aufnehmen. Dann muss ich hier kurz über so ein Geländer drüber hechten von der Radüberführung dann eben dran an der Straße. 20 Meter zu meinem Auto laufen. Tür auf, ausparken, Alex nei, Kamera nei, also andere Reihenfolge. Dann schnell bis vor zum Stellwerk fahren, dort Auto hinstellen, Stativ aufbauen, Kamera aufsetzen und hoffen, dass der Christian Dobler noch nicht fort ist und den ein zweites Mal erwischen. Klar, dass der Jobberfahrer da in der Unterführung noch was am Zylinder sortieren muss. So, da kommt was. Das schaut aus wie ein SLTG Vectron. Es könnte also sein, der Herr Dobler.
Aber letzte habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man erkennt immer erst dann, wie gut ein Plan ist, wenn er die erste Konfrontation mit der Realität überlebt. Mal gucken, ob das aufgeht. Dass ich hier schnell meinen Krempel pack und ans andere Ende vom Bahnhof umsetze, bevor der Christian Doppler weiterfahren tut. Nee, ich brech zusammen. Das gibt's nicht. Jetzt hat auch noch die HLB zeitgleich Einfahrt mit dem Christian Doppler und fährt mir den womöglich auch noch zu. Oh, nee. Wenn sie jetzt gleich schnell fahren, wäre es natürlich ein Motiv, ne? Ich zoome euch mal ein Stück raus. Das hältst du nicht aus. Oh, da haben wir noch ein bisschen Platz für einige Borkenkäfer auf dem Park. So, der Holzwagen könnt ihr euch vorstellen. Da ist eh der letzte. So, ich hab's geschafft. Ich stehe fast da, wo ich ursprünglich hin wollte. Da steht der Christian Doppler. Und da drüben, da steht noch eine SETG Vectron. Und zwar eine, die einen Greifvogel drauf hat. So, und da kommt nochmal DB Cargo rein. Da gibt es noch eine Überholung durch DB Cargo, Baureihe 152. Zuerst gehört, dann gesehen, dass dieses Wetter widerlich. Hat zwischendurch volles Rohr angefangen zu stürmen und zu hageln. Ah. Wir haben Mai. 7. Mai, Full Deifel. Kann ja wohl nicht sein.
die Ausfahrt erfolgt dann nochmal in Richtung Aschaffenburg Güterbahnhof Goldbach. Ich hoffe, man konnte dann jetzt was erkennen, weil das hat vorhin so stark geschüttet zwischendurch. Da war die ganze Kameralinse und alles pitschnass geworden. So, und dann habe ich zum Abschluss noch was für euch, nämlich was da ist der Gleismesszug, der, wenn er nichts tut, in Hanau rumsteht. Heute tut er was. Jetzt wird er natürlich vor der Westfrankenbahn Zug fahren. Also heute scheint es Tag der zugfahrenden Gelegenheiten zu sein. So, das soll es für mich an dieser Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich total bei euch allen fürs Zugucken. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ich denke, dass ich den bis zum Vatertag fertig geschnitten und online gestellt habe. Dementsprechend wünsche ich euch einen schönen Vatertag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich total über eure Kommentare, Nachrichten über Instagram, auch über Facebook Messenger, wobei es da ewig dauert, bis ich die lese, weil ich den nur ganz selten benutze. Ich finde, er ist nämlich eine Zicke, zumindest bei mir auf dem Handy. Ja, und ansonsten, wie üblich, ich lese alles, was ihr mir schreibt, nur leider fehlt mir bei vielen Sachen die Zeit zu antworten. Aber ich freue mich über alles, was ihr schreibt, das lese ich und bedanke mich schon mal für die Zuschriften und macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Alex E. Servus.